Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Jetzt hast du ja den großen Schwung, deine Abonnenten fast nochmal verdoppelt, als diese große Rechtsangelegenheit kam um dein Logo. Da gab es ja wirklich Berichte überall, plötzlich kannten dich Leute. Herr Newstime hat über dich berichtet, ja. Der Wildeburger Solmecke, Herr Solmecke heißt er, ne? Der Rechtsanwalt, ja, über dich berichtet. Ja. Ganz viele verschiedene, auch auf YouTube-Größen haben plötzlich von dir, du warst in den Medien drin, für Lego war das gar nicht gut, wurden auch auf Messen angesprochen auf dieses Thema. Ja. Du hast ein sehr cooles Video dazu gemacht, wo du auch recht ironisch diesen Brief auch positiv verkauft hast. Du hast gesagt, das ist kein Problem, jetzt mache ich hier halt die Erdmännchen, jetzt zeige ich euch andere Sachen, jetzt geht das Leben für mich in eine andere Richtung. Ja. Wie geschockt warst du trotzdem, als du diesen Brief bekommen hast? Was war das für ein Prozess, das quasi in dieses Video umzuwandeln? Also das ging ja über eine längere Zeit, das war ja keine Kurzschlussreaktion am nächsten Tag, das Video, sondern ich habe den Brief ja bekommen wegen meiner Markeneintragung und ich habe ja erst gedacht, das ist das Klassische, weil es per E-Mail kam, habe ich gedacht, ja, okay, das ist Fake. Ja, ist ja. Irgendeiner macht sich halt einen Witz draus, so die klassische Sache, oh, guck mal deine YouTube-Statistiken an, da stimmt was nicht, klick mal hier, ja. So die Nummer. Ja. Und deswegen habe ich dann Lego kontaktiert und habe erstmal überhaupt die Echtheit überprüft von dem Ding, was da überhaupt kommt. Das hat erstmal ein bisschen gedauert. In der Zwischenzeit kam auch der Brief per Post dann an. Ah, okay. Und dann hatte das eine andere Wertigkeit. Aber Lego stand ja zu der Aussage, dass ich mit Abstand größter YouTuber für Lego im deutschsprachigen Raum, damals ja schon, es waren ja schon 150.000 Abonnenten oder sowas, dass ich meine Marke löschen sollte wegen einer lächerlichen Verwechslungsgefahr. Weil es halt so aussehen soll wie ein Legostein. Der Christian Solmecke hat auch ganz klar nochmal gesagt, das sind zwar so Noppen, aber er war ja der Meinung in seinem Video, du hättest das gewonnen. Alle Anwälte, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, das hätte ich locker gewonnen, ohne Probleme. Es war eine reine Einschüchterung. Ja. Und deswegen, aber der Punkt, der mich ja gestört hat, ist, also erstmal natürlich, es war dieses Anwaltsgerede halt in dem Brief. Ich mag solche Briefe nicht, die sind schlecht formuliert, das ist kein schönes Deutsch, das gefällt mir alles nicht. Und Hauptthema war aber, dass sie sagen, dass die Kunden Probleme haben könnten mit den Werten, die die Marke von Lego widerspiegelt, wenn sie mit mir in Kontakt sind und mich dann verwechseln könnten. Und dass Lego diesen Qualitätsanspruch vor allem in der Beratung über meinen setzt, fand ich ein bisschen frech. Dann habe ich mir gedacht, nee. Und vor allem, dass Lego auch, ich meine, dass dieser Anwalt, der war ja auf Alleinkurs unterwegs, der wurde ja von Lego nicht geschickt. Ich nehme an, der hat einfach nur seinen Auftrag, check alle Markeneinträge und alles, was dir so vorkommt, schickst du einen Brief. Gerade bei Leuten, die aber öffentlich arbeiten wie du, ist das natürlich auch ein sehr riskantes Unterfangen. Wo ich glaube, der kannte mich nicht. Der hat nicht recherchiert. Ich bin mir ziemlich sicher. Also, sonst hätte er es nicht gemacht. Also, und vor allem, der ist 100 Meter von mir, 200 Meter von mir entfernt mit seinem Büro. Der hätte auch mal in der Mittagspause vorbeilaufen können. Also, das wäre alles easy gegangen und ich hätte mein Logo wahrscheinlich auch, also meine Marke auch einfach geändert. Mhm. Also sehe ich kein Problem drin, weil die bestand ja in der Form auch erst, glaube ich, seit, ich habe das Logo ja gewechselt zu dem, ich glaube, ein Dreivierteljahr vorher. Mhm. Also ich war da noch nicht tief verliebt für immer in dieses Logo. Da hätten wir hätte darüber sprechen können, du hättest das womöglich sogar verstanden, dass das so ein bisschen ähnlich aussieht. Und dann wäre die Sache schon gut gewesen. Genau, ne? In irgendeiner Form. Aber Lego ist unfassbar arrogant im Umgang. Also mit mir als Händler sowieso schon immer. Und deren Abteilung, die das betreut hat, noch mehr. Und das heißt, mit Händler sowieso schon immer? Kriegst du gar keine Art von Support dafür? Oder? Ich hatte einen sehr netten Vertriebler, einen Außendienst, der zu mir kam. Aber die Sache ist, du bekommst als Händler, als Kleinhändler, wir reden immer nur über Kleinhändler, Fachhändler, also die es eigentlich können, ja. Bekommen von Lego nur die schlechten Produkte. Die guten Produkte sind den Lego-Läden vorbehalten und den ganz großen Ketten Kaufhof und Toys R Us. Die werden bevorzugt behandelt, die bekommen die Ware früher, die bekommen die Ware besser, sie bekommen, gut, billiger sowieso. Mhm. Das ist klar, dass du als kleiner Händler einen schlechten Preis kriegst, da brauche ich drüber reden. Aber sie werden maximal bevorzugt behandelt, obwohl sie die schlechtesten Verkäufer sind. Und ich als Fachhändler habe dann gesagt, man könnte doch mal, ich mache die Videos für euch. Und ich meine, ich habe Werbung im Millionenwert für Lego kostenlos gemacht. Ja. Und ich bin auch noch Händler gewesen, ich habe diese Produkte auch gekauft, ich habe sie von Lego ja nicht geschenkt bekommen, sondern ich habe sie gekauft, um sie vorzustellen. Ich meine, könnte ich mal irgendwie mal eins von diesen Produkten, die ich nicht bekomme, könnte ich die mal von euch bekommen, dann mache ich ein Video drüber. Ja. Und kaufen, also wir reden von bekommen, nur dass ich es kaufen kann, nicht geschenkt. Mhm. Keine Chance, kriegst du nicht. Und dir werden auch die Lieferungen gecancelt, kurz bevor du sie kriegen solltest. Und dann selbst habe ich gesagt, nee, doch nicht. Mhm. Deinen Kunden hast du natürlich gesagt, dass du sie kriegst, bist dann der Depp, natürlich musst du woanders teuer kaufen, um sie deinen Kunden weiterzugeben und so weiter. Also du bist in der Nahrungskette ganz, 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 ganz unten als Händler. Und das ist eh nicht sympathisch, aber das wusste ich. Also das wusste ich von Anfang an, als ich mit Lego in Kontakt war, dass das nichts wird.
Aber dass sie dann auch noch mit so einer Nummer kommen und jetzt noch mich angreifen, dass ich was falsch machen würde, da habe ich mir gedacht, nee, Freund, das war dann einfach, das Fass war dann voll. Das war mir gedacht, der Tropfen auf dem heißen Stein, wie man sprichwörtlich sagt, dass dann war es ja jetzt ist genug. Also jetzt ist ja wohl wirklich unfair. Das hat es zum Überlaufen gebracht. Und dann war ich ruhig, da habe ich mir gedacht, mit euch will ich nicht mehr. Ja. Also ihr braucht mich mehr als ich euch. Und dann Und das war dann halt unglücklich. Und das dann zu drehen, und ich habe mir dann gedacht, das ist doch wunderbar. Ich habe mein Lädchen ist schon da, der Kanal steht, ich bin groß genug, ich brauch Lego nicht mehr. Dann stelle ich andere Sachen vor. Mhm. Und das ist ja auch wieder die Geschichte über die gleichen Anwälte wahrscheinlich. Wird ja weiterhin irgendwie das Bewusstsein geschaffen, dass Lego ein Patent auf den Stein hätte. Also die Markeneintragung ist ja was anderes als das Patent. Das technische Patent für den kleinen Stein. Das kann man nicht patentieren. Ne? Das ist schon ewig weg. Ja. Also das können Sie vergessen. Das heißt, jeder darf Steine produzieren. Man darf natürlich nicht Lego-Sets nachmachen. Mhm. Das ist dann wieder ein Plagiat. Das natürlich nicht. Aber man darf einfach Steine herstellen. Und da baut man was Eigenes draus. Mhm. Und das machen Dutzende Firmen auf dem Markt. Und die werden halt in Deutschland ziemlich vom Markt ferngehalten. Aber es gibt welche, und wir haben ja jetzt angefangen, im letzten Jahr diese Marken bekannt zu machen und groß zu machen. Das kannst du ja. Du hast ja durchaus eine Größe. Wie ging dann danach, als das Ganze so medientechnisch hochgekocht ist, als wirklich man überall plötzlich gelesen hat, Lego, Lego, Lego. Auch die Facebook-Seite von Lego wurde ja gestürmt mit deinen. Du hast ja offensichtlich ausschließlich Supporter. Im Prinzip auch keine Hater, wenn man unter deine Videos schaut. Das ist immer sehr positiv. Es sind immer die Leute unterwegs, die sich dafür interessieren. Das ist ja auch ein großes Glück, dass du eine große Herde von Leuten da hast, die hinter dir stehen. Ja. Wie ist das dann zu Ende gegangen? Also du hast das Logo verändert, hast jetzt viel schönere, wie du sagst, die Erdmännchen. Super mit dem hell. Cape, genau, total klasse Logo. Perfekt, hast du vorher schon auch nehmen können im Prinzip. Ja. Und du hast dich ja mit Lego sicherlich auch irgendwie, wie ist da der Kontakt jetzt? Also wie ging das in die Kommunikation, nachdem das so hochgekocht ist? Weil da werden die ja auch gemerkt haben, Mist, da ist was schiefgelaufen in der Außenwirkung. Wie habt ihr euch da vertragen und wie sieht der Kontakt heute aus? Gar nicht. Also deren letzte Antwort war, dass das deren Ernst ist, dass sie das meinen, was in dem Brief steht. Und meine letzte Antwort war, dann haben wir keinen Geschäftskontakt mehr ab jetzt. Und das ist es dann gewesen, was das angeht. Wir haben uns dann auf der Messe nochmal, die dann ja direkt zwei Wochen später... Ja, da gibt es auch zwei Videos bei YouTube dazu. Genau, und dann war ich kurz auf der Messe. Wir haben kurz, habe ich mit zwei Leuten dort nochmal eine Cola getrunken und dann war es das. Aber seitdem habe ich mit Lego keinen Kontakt mehr gehabt. Erstaunlich. Das ist es gewesen. Ich beziehe auch von Lego keine Ware mehr. Also von daher ist es da zu Ende gegangen. Ich glaube, die sind in ihrem Ding drin. Die haben, glaube ich, weder abgeschätzt, was daraus werden kann. Mhm. Oder sagen immer noch, der deutsche Markt ist halt noch recht umsatzstark, aber schon lange kein Wachstumsmarkt mehr. Mhm. Es ist einfach nicht mehr spannend. Mhm. Und die konzentrieren sich, glaube ich, auf andere Märkte und hoffen, dass da was passiert. Eigentlich hätten sie dich ja auch so quasi übernehmen können oder mit so als du warst ja schon vorher sowas wie ein kleiner Botschafter dafür. Du warst zwar hier da kritisch, aber du hast auch sehr viel Werbung gemacht. Du hast auch mal gesagt, die meisten deiner Zuschauer sind über 30. Also du bedienst ja auch das Klientel, was Lego eigentlich so im ersten Step gar nicht anspricht im Toys R Us. Genau, also was sie glauben, das ist aber die kaufkräftige, also das sind die auch tragen. Also die Leute, die großen, teuren Sets kaufen, sind schon lange keine Kinder mehr. Das glaube ich auch. Die kleinen 10, 20, 30 Euro Sets, die laufen so und die werden weggekauft. Alles andere sind Erwachsene. Und es sind ja auch die Erwachsenen, die Kaufentscheidungen für die Kinder mittragen. Und ich habe 80% meiner Zuschauer sind zwischen 30 und 55. Das ist die Top-Zielgruppe für Lego sowieso. Vor allem, wenn sie noch versuchen, Neukunden zu kriegen oder wenn sie kaufkräftiges Publikum haben wollen, bin ich der Top-Kanal. Ja, auf jeden Fall. Aber sie sehen es anders. Ich nehme auch an, das ist ja ein Stück Eitelkeit. Deren eigene Marketingabteilung wird ja nicht sagen, dass ihr eigener YouTube-Kanal halt nichts bringt. Also das wäre ja auch eine unglückliche Darstellung der eigenen Leistung. Mhm. Deswegen werden sie das nicht machen. Wurde denn deren eigener YouTube-Kanal zu der Zeit auch mit Hass beworfen? Hast du es auch mitbekommen? Also es ist diese grundsätzliche Fanboy-Nummer, mit der ich eine Schwierigkeit habe. Ob das jetzt für mich mal positiv ist, dass jemand dann mich über alles verteilt, ist völlig wurscht, was ich mache. Ja, wenn ich die Flasche Wasser umschmeiße, hätte sie keiner so gut umgeschmissen wie ich. Und das finde ich dann immer so ein bisschen... es ist so ein manchmal ist es ein Stück zu viel. Mhm. Genauso sind es aber auch die Lego-Fanboys, die egal, was ich sage, sagen alles, was ich sage, Schwachsinn, weil... Lego sagt es richtig. Das ist dieses, wenn man zu stark Fan ist, das ist immer so eine Schwierigkeit, man verliert halt jeglichen Blick auf die Sache. Ja. Und wenn da so ein leichter Mix reinkommt, dass man einfach mal sagt, das ist gut und das ist schlecht, ich mag das Produkt, ich mag den Lego-Stein immer noch. Also das Stecksystem von Lego und viele Sets sind großartig. Ja, das eine hat ja nichts mit den anderen zu tun. Ne? Richtig.
ich kann die Firma nicht leiten und deren Gehabe, die sind, also erstmal sind sie weit hinter ihren Potenzialen. Auch wenn sie jetzt sagen, sie haben irgendwie 2% Wachstum, denke ich mir, es müssten 20 sein. Es ist unfassbar, was ihr falsch macht. Das ist unglaublich. Das ging so viel besser. Für dich auch so offensichtlich. Also du hast ja auch oft Videos, wo du dann irgendwie neue Kataloge vorstellst oder wenn es überhaupt welche gibt, es gibt auch oft was zu spät. Ja. Und wo du sagst, ja, das ist stümperhaft, wo die da angesetzt haben. Es ist ganz viele Entscheidungen, aber es ist ein klassischer Großkonzern. Ich glaube, jeder, der in einem Großkonzern ist, kann genau sagen, was stümperhaft bei denen läuft jeweils. Was ja auch gut ist, sonst gäbe es ja keine anderen kleinen Firmen mehr. Man muss ja seine Nische finden. Und würde Lego alles richtig machen, gäbe es kein Kobi, gäbe es kein Zingbao, gäbe es kein Wangi, dann gäbe es die Firmen ja alle nicht. Und deswegen ist es ja schön, dass der große Konzern Fehler macht. Ja. Also es ist ja gut. Nur ich verstehe halt nicht, warum sie nicht daraus lernen. Also es ist ja eine Marktforschung sozusagen. Es gibt ja Lego-Foren. Also es gibt ja wenige, also viele Hobbys haben Erwachsene. Und sobald Erwachsene ein Hobby haben, treiben die das ja ins Extrem. Ja. Und da muss ein Verein gegründet werden, sofort, Kassenbad, alle da. Und dann musst du eine Webseite aufmachen, dann musst du den anderen Verein bekämpfen, der das Gleiche mag, aber der ist doof. Und dann musst du das irgendwie, und dann musst du deine eigenen Kreationen darstellen. Es gibt ja ganz viele Lego-Fanclubs in Deutschland und die treffen sich auf Messen und jeder Fanclub will das coolste Zeug bauen und hinstellen. Und dann denke ich mir, dann schau doch einfach, was die bauen. Ja. Das ist anscheinend das, was die Leute fasziniert. Und dann brichst du halt runter, dass es verkaufbar weltweit ist und haust in deinen Katalog. Und es sind immer die gleichen Sachen, die da gewinnen und die dort ausgestellt werden. Dann denke ich mir, es ist doch nicht so schwer. Also wenn du so einen Katalog durchblätterst, dass es dann so austauschbar, dass du vorher schon im Prinzip wusstest, ja, was da komplett. Es ist keine Überraschung mehr. Nein, es ist wirklich, die Preisgestaltung überrascht manchmal ein klein wenig. Aber auch mal positiv. Also manche Sachen sind verblüffend günstig. Ja. Es ist einfach so, dass man sich den durchguckt und sich denkt, ich mache auch diese Katalogvorstellung, wenn ich meine Videos darüber mache, ich blätter ihn einmal kurz die Themen durch, damit ich weiß, was drin ist im Katalog. Aber die Sets gucke ich mir vorher nicht normal an, weil, wie gesagt, das ist über die Jahre, ich mache es jetzt ein paar Jahre, ist es nicht mehr spannend, leider. Das hast du eben nebenbei so ganz locker gesagt, ja, ich mache jetzt auch nichts mehr mit Lego, ich vertreibe da nichts mehr, auch die geschäftliche Basis ist beendet. Trotzdem hast du den Lego-Stein noch draußen hängen, hast du auch vorher. Ich habe den Lego-Stein noch draußen hängen, ich hab auch noch viel Lego auf Lager. Ja, aber nichts Neues mehr. Und ich habe Kerne, also die Sets, von denen ich der Meinung bin, der Kunde kriegt einen guten Wert, wenn er es kauft. Ah, ja. Die organisiere ich mir meistens aus dem europäischen Ausland über andere Quellen. Wow. Die habe ich dann noch da. Es gibt tolle Sets, immer noch. Also ich meine, die Firma ist ja riesig, die macht gute Sachen. Was ja auch das Komische ist, dass in der gleichen Firma die Leute sitzen, die diese Sachen machen und die Leute sitzen, die den Schrott machen. Und die reden anscheinend miteinander überhaupt nicht. Aber auch klassischer Großkonzern. Es geht komplett aneinander parallel vorbei. Die haben wahrscheinlich Strukturen, die sind gruselig. Da was zu ändern, wird auch nicht funktionieren. Nein, dafür ist der zu groß, der Laden. Das wird nicht klappen. Und das ist ja schade, aber es sieht von denen keiner. Und das ist auch definitiv, ich bin mir sicher, unter den Top 3 Etagen bei Lego hat keiner Ahnung von den Produkten, die sie verkaufen. Ich glaube nicht, dass da einer sitzt, der die ernsthaft mal baut. Die ganzen Gespräche gehen eigentlich viel, viel länger und nicht nur 15, 20 Minuten. Das weiß man aber nur, wenn man bei www.massengeschmack.tv vorbeiguckt. Da bin ich, da sind meine ganzen Kollegen und dort könnt ihr mal reinklicken. 14 Tage kostenlos testen, das ganze Archiv konsumieren und künftig alle Folgen in ganzer Länge sehen.